gibt es ja noch unterschiedliche Formen des Jagdscheins, will ich es gar nicht nennen, aber es gibt ja neben dem klassischen Jagdschein noch einen Falknerschein und dann gibt es noch Jugendjagdschein? den Jugendjagdschein und in Niedersachsen, glaube ich, sogar noch den bedingten Jagdschein. Ja, es gibt auch noch den Ausländerjagdschein, Ja. also die dann so einen Tagesjagdschein hier lösen dürfen. Auch das ist möglich. Und verschiedene, unter Bedingungen kann sowas natürlich auch erteilt werden. Aber im Wesentlichen ist der Jagdschein die Befugnis auf verwaltungsrechtlicher Sicht, dass man zur Jagd gehen darf, wenn man zivilrechtlich eine Erlaubnis bekommt. Alles klar. Also man braucht beides. Man braucht den Jagdschein als öffentlich-rechtliche Erlaubnis, auf die Jagd gehen zu dürfen. Und man muss zivilrechtlich als entweder Eigentümer einer Eigenjagd, das ist natürlich das dickste Recht, oder eben als Pächter oder Jagderlaubnisscheininhaber oder als Jagdgast dann in der Lage sein, dieses Jagdrecht ausüben zu können. Und dafür braucht man beides, sowohl die zivilrechtliche Erlaubnis als auch eben die öffentlich-rechtliche Erlaubnis in Gestalt des Jagdscheins.